Hallo, ich zeige dir, wie du unter Windows 11 ganz einfach Software löschen kannst. Das mache ich am Beispiel dieser nervigen Antiviren-Testversion, denn dabei gibt es Besonderheiten. Anschließend zeige ich dir, wie du solche störenden Werbesymbole entfernst und gebe Hinweise zum Löschen von Systemprogrammen. Am Ende erfährst du noch, warum sogenannte Tune- oder Optimierungssoftware mehr schadet als nutzt. Für einige gibt es Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Los geht's! Klicke unten in der Taskleiste auf das Windows-Logo. Hier im Startmenü klickst du dann auf Alle Apps. In dieser Liste siehst du alle auf deinem Computer installierten Programme. App ist übrigens nur ein anderes Wort für Programm oder Software und Spiele gehören da auch mit dazu. Scrolle durch die Liste, bis du die Software gefunden hast, die du löschen möchtest. Mach dann einen Rechtsklick darauf und wähle im Kontextmenü den Eintrag Deinstallieren aus. Bei manchen Programmen musst du das nur nochmal bestätigen und dann verschwinden sie schon aus der Liste. Bei anderen ist es dagegen so wie hier. Da wählst du das Programm nochmal aus dieser Liste aus und klickst anschließend auf die Schaltfläche Deinstallieren ändern. Das musst du dann als Administrator erlauben, eventuell sogar mit Kennwort. Danach dauert es ein bisschen, bis ein weiteres Fenster aufgeht. Manchmal öffnet es sich auch im Hintergrund. Dann musst du schauen, ob in der Taskleiste ein neues Symbol dazugekommen ist und draufklicken, um es sehen zu können. Diese Fenster sehen jetzt bei jedem Programm anders aus. Meistens muss man einfach nochmal auswählen und bestätigen, dass man die gesamte Software wirklich entfernen will. Bei dir kann das anders aussehen. Das eigentliche Löschen dauert je nach Software und Computerleistung ein paar Sekunden bis einige Minuten. Am Ende kommt dann vielleicht noch so eine Umfrage, die du beantworten kannst, wenn du willst. Bei Virenschutzprogrammen ist am Ende noch ein Neustart erforderlich. Denk daran, dass ein Windows-PC immer irgendwie vor Viren geschützt werden muss. Allerdings sollte nie mehr wie ein Virenschutzprogramm gleichzeitig installiert sein. Sonst gibt es Probleme und der Computer wird unnötig langsam. Wenn dir in dieser Liste noch andere, dazugehörige Software auffällt, dann kannst du sie genauso deinstallieren. Das könnten bei Office-Programmen zum Beispiel zusätzliche Sprachpakete sein oder, so wie hier, irgendwelche Zusatzprogramme zum Virenschutz. Werbesymbole und viele andere Apps wirst du so aber nicht los. Wie du die löscht, zeige ich dir jetzt. Ich möchte im Startmenü diese Amazon-Werbung loswerden. Dafür einfach einen Rechtsklick drauf machen und im Kontextmenü auf Deinstallieren klicken. Das Ganze nochmal bestätigen und dann sollte das Symbol nach ein paar Sekunden verschwunden sein. Unten in der Taskleiste muss ich es aber noch selbst entfernen. Danach kommen wir zu den mitgelieferten Systemprogrammen. Zuerst noch schnell die Bitte, dass du meinen Kanal unterstützt. Zum Beispiel, indem du über meine Partnerlinks in der Videobeschreibung einkaufst oder mir ein kleines Trinkgeld über die Superthanks-Funktion dalässt. Schon mal vielen Dank und jetzt geht's weiter mit den Systemprogrammen. Die findest du auch im Startmenü unter Alle Apps. Hier kannst du einfach durch die Liste scrollen und alle Programme löschen, die du nicht brauchst. Solche Apps vom Computerhersteller würde ich allerdings installiert lassen. Für den Fall, dass du doch mal Hilfe vom Support brauchst. Außerdem kann es sein, dass Sonderfunktionen des Computers nach dem Löschen nicht mehr funktionieren. Also zum Beispiel besondere Tasten- oder Lautsprechersysteme. Andere Systemprogramme kannst du gar nicht löschen. So zum Beispiel diese Smartphone-Link-Software. Mit irgendwelchen Tricks bekommst du sie zwar trotzdem weg, aber dann läufst du Gefahr, dass in Zukunft Updates fehlschlagen oder irgendwas anderes nicht mehr funktioniert. Das hat auch nichts mit Aufzwängen zu tun, wie man das manchmal im Internet voranliest. Die Windows-Fotoanzeige zum Beispiel ist tief ins System integriert und wird auch von anderen Apps benötigt, damit sie funktionieren. Deswegen kann man sie nicht deinstallieren. Die Xbox-App kannst du dagegen ganz einfach löschen. Und weil wir gerade beim Rumbasteln sind, ich rate vom Einsatz sogenannter Tuning- oder Optimierungsprogramme ab. Die finden zwar nach diesen Standard-Deinstallationen oftmals noch kleine Reste von der gelöschten Software und sparen so ein paar Kilobyte an Speicherplatz ein. Allerdings sparen diese Programme nicht so viel Speicher ein, wie sie selbst verbrauchen. Und der Computer läuft auch nicht besser, nur weil diese paar kleinen Reste entfernt werden. Im Gegenteil, manchmal löschen diese Programme sinnvolle Systemdateien und Registry-Einträge. Dann schlagen plötzlich die Windows-Updates fehl, die Systemwiederherstellung funktioniert nicht mehr oder gekaufte Musik lässt sich nicht mehr abspielen, weil diese tolle Optimierungssoftware die versteckten Lizenzdateien gelöscht hat. Habe ich alles schon erlebt. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wüst in den Kommentaren. Falls du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass gerne einen Superthanks da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Vierti Servus, ciao.